Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder unterstützen. Die sollen auch noch auf einem intakten Planeten leben können. Und deshalb bin ich hier. Ich bin heute hier nicht, um für den Planet zu kämpfen, sondern um für uns zu kämpfen. Weil wir brauchen die Erde braucht uns nicht. Und wir müssen ganz, ganz dringend was ändern. Ganz konkret müsste auf jeden Fall ganz unbedingt der Nahverkehr billiger oder kostenlos am besten gemacht werden. Dass sie immer so ein Lächeln hat und gleichzeitig aber so eine ernste Mimik. Und das ist ja auch genau das, was bei der Mona Lisa, auch das Fesselnde an der Mona Lisa ist. Katastrophen sind schon bemerkbar und keiner tut etwas dagegen. Es gibt keine CO2-Steuer, die Menschen fliegen noch, die Menschen fahren noch in SUVs. Kohle wird subventioniert, wie kann das sein? Da müssen wir etwas gegen tun. Wir werden einfach zeigen, dass wir hier immer weiter stehen werden, bis sich etwas verändert. Wir machen unsere Hausaufgaben nicht, solange die Politik ihre nicht macht. Welches Zeugnis, wenn wir von Schülerinnen und Schülern sprechen, würden Sie denn den Demo-Teilnehmern heute ausstellen? Also man hört es, wie gesagt, immer noch. Es ist eine super Aktion, sehr friedlich und ich hoffe, dass die Schüler und Schülerinnen damit etwas bewegen. Das sieht so verdammt schön aus. Alles steht auf dem Spiel, nicht nur unser Leben, nicht nur menschliches Leben, sondern das Leben von allen Lebewesen auf der Erde. In unserer Generation, wir haben uns keine großen Gedanken gemacht damals. Wir hatten einfach alles, was wir wollten und die Sorgen waren nicht da. Und ich denke, die Jugend von heute hat Sorgen und die muss man ernst nehmen. Habt ihr denn heute frei bekommen oder verschwänzt ihr vielleicht sogar die Schule? Also ich habe die Schule gefragt und die haben ja gesagt. Und die finden das auch gut, dass du heute hier bist? Ja. Und wie ist das mit dir? Also bei mir hat die Schule extra Kurzstunden gemacht. Ich wollte nach Schöneich meinen kleinen Sohn abholen. Da nehme ich heute Training. Ich sehe ihn alle zwei Wochen einmal. Und jetzt musste ich ihm leider anrufen und sagen, dass ich nicht kommen kann. Da hier die Menschen meinen, die müssen hier mir auf das Auto springen und demonstrieren gegen das Auto, was ich nicht verstehe. Das verstehe ich nicht. Ich bin auch Daimler-Mitarbeiter. Und das verstehe ich, diese Aktion verstehe ich nicht. Tut mir leid. Wir gehen auf die Straße, weil die Klimakrise da ist. Die Klimakrise bedroht bedroht meine Generation direkt. Wir werden die Leidtragenden des politischen Nichtstuns der heutigen Zeit sein. Hier geht es wirklich um das Überleben unseres Planeten und wie sehr das insbesondere den Jungen auf den Nägeln brennt, wird hier ganz deutlich. Und ich habe selber 5 Kinder, ist selber ein Thema, das mich sehr bewegt. Ich habe vieles schon falsch gemacht. Ich bin viel geflogen, ich habe viel Plastik verbraucht. Und ich möchte das ändern und Bewusstsein zeigen.